das Rote Kreuz und Henri Dunant. Unsere Geschichte spielt in Solferino, in Italien und in der Schweiz im Jahr 1862. Das ist Henri Dunant. Er ist unterwegs, um mit dem französischen Kaiser zu reden. Kurz vorm Ziel kommt er an einem schrecklichen Schlachtfeld vorbei. Einige Soldaten haben noch gar nicht gemerkt, dass die Schlacht schon vorbei ist. Dort sieht er sehr viele Verwundete, aber niemand, der den armen Soldaten hilft. Aber da braucht man doch jetzt einen Arzt. Und ja, da kommt auch jemand. Dann sieht Henri Dunant etwas sehr Merkwürdiges. Die Ärzte suchen sich nur Verletzte aus, die zu ihrer eigenen Armee gehören. Henri Dunant denkt aber, dass ein Soldat, der nicht mehr kämpft, einfach ein Mensch ist, der Hilfe braucht. Dann hat Henri Dunant eine Idee. Er kommt zurück aus dem Dorf mit ganz vielen Dorfbewohnern. Er sagt ihnen, dass sie als Krankenschwestern den Verwundeten helfen sollen. Und zwar egal, für wen sie gekämpft haben. Henri Dunant sagte, helft jedem, dem Blauen und dem Weißen. So ist das gut. Jetzt kann er alle Verwundeten in Sicherheit bringen. Das ganze Dorf ist wegen der Schlacht zerstört. Aber ein Haus stand noch. Aber es gab einfach zu viele Verwundete. Er musste noch ein anderes Haus finden. Die Kirche könnte man doch als Krankenhaus nutzen. So sind dank Henri Dunant viele Verwundete wieder gesund geworden. Wieder zu Hause schrieb Henri Dunant ein Buch über seine Erlebnisse und schlug vor, dass alle verwundeten Soldaten Hilfe bekommen sollten. Die Ärzte und Helfer sollten bei der Arbeit nicht gestört werden und allen helfen, egal auf welcher Seite sie kämpfen. Damit man die Helfer erkennt, sollen sie ein einheitliches Abzeichen tragen. Henri Dunant hat das Buch drucken lassen und in die ganze Welt verschickt. In Genf wurde dann beschlossen, dass die Ideen von Henri Dunant umgesetzt werden. So wurde das Rote Kreuz gegründet. Und das ist das Ende von unserer Geschichte. Vielleicht ist nicht alles genau so passiert. Aber eines ist sicher. Wenn irgendwo auf der Welt Krieg ist oder eine andere Katastrophe passiert, dann ist das Rote Kreuz da, um den Menschen zu helfen.